Die letzten Meter zum Triumph, zur Titelverteidigung. Der Audi R18 e-tron Quattro von Luc Duval, Tom Christensen und Alan McNish macht den insgesamt 12. Le Mans-Sieg für Audi perfekt. Ich bin sehr, sehr stolz auf das Team. Das klingt jetzt vielleicht platt, aber es ist wirklich so, dass diese Mannschaft auch in dieser extrem schwierigen Situation bewiesen hat, wie unheimlich stark sie ist. Und es waren viele schwierige Situationen zu meistern. Die erste schon ganz früh im Rennen. Dieser Unfall von Aston Martin-Fahrer Alan Simonsens endete tödlich. Der Tod des 34-jährigen Dänen, der in seiner Karriere auch Rennen im R8 LMS absolvierte, ging besonders seinem Freund und Landsmann Tom Christensen nahe. I wanted really to race for my dad. Ich wollte dieses Rennen für meinen Vater fahren, der dieses Jahr verstorben ist. Doch wenn ich mir vorstelle, wie ich zusammen mit Alan und meinem Vater da sitze und ein kleines dänisches Bier trinke, dann wären wir uns einig, dass ich versuchen muss, dieses Rennen mit Audi für Alan zu gewinnen. Und das haben wir getan. Trotzdem kann man es nicht als Happy End bezeichnen. You don't call that a happy ending. Neben dieser Tragödie spielte das Wetter eine entscheidende Rolle in der Geschichte des 90. 24-Stunden-Rennens. Immer wieder gingen starke Regenfälle nieder, die für zahlreiche Zwischenfälle sorgten. Die Folge: 11 Safety-Car-Phasen und über 5 Stunden in Gelb. Für uns alle, die versucht haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen, gab es ganz einfach keine Minute des Ruhigbleibens, weil es immer wieder neue Anforderungen gab. Für mich persönlich das forderndste 24-Stunden-Rennen, das ich in den 15 Jahren erlebt habe. Bis zur siebten Rennstunde gab es eine Audi-Dreifachführung. Doch dann fing sich der Wagen von Di Grassi, Genet und Jarvis einen Reifenschaden ein und verlor so 2 Runden. In der Schlussphase kämpften sie sich aber noch auf Platz 3. Die Vorjahressieger Fessler, Lotterer und Trelloyer büßten durch den Wechsel der Lichtmaschine ihre bis dato sichere Führung ein. Dabei verloren sie ganze 12 Runden, konnten sich aber letztlich noch auf Rang 5 vorkämpfen. Die Autos von Hauptkonkurrent Toyota landeten auf den Plätzen 2 und 4. Das Audi-Team mit dem R18 e-tron Quattro in der World Endurance Championship nach wie vor das Maß aller Dinge. Der R18 e-tron Quattro hat zum zweiten Mal hintereinander gewonnen. Wir gehen als Führende in die restlichen Rennen und ich bin überglücklich, wie alles läuft. Loic, Tom und ich sind ein fantastisches Trio. Ich freue mich sehr und heute Nacht gibt es eine große Feier. Und die kann auch ruhig etwas länger dauern. Das nächste Langstreckenrennen startet nämlich erst am 1. September im brasilianischen Sao Paulo.